Oh, schön. Ja, ist schön. Ja, das ist doch schön groß, oder? So, ich muss mal was loswerden, ja. Ich habe gestern Dokus gesehen von Oliver Stone über Amerika. Und es war unglaublich. Ich konnte mir den letzten Teil, also den vierten Teil, ich weiß nicht, ob der letzte ist, nicht ansehen, ja. Weil ich zu schockiert war über das, was ich da alles gesehen und gehört habe. Ja, mir ist da die Galle hochgekommen. Ja, es war unglaublich, sag ich mal. Ja, ich sage, ich krieg das auch alles ja nicht mehr so richtig zusammen. Ich habe eben da auch noch einen Kommentar da jetzt geschrieben da bei Christoph da. Ja, also ich bin wirklich immer noch fassungslos deswegen. Ja, Oliver Stone ist ja nun selbst Amerikaner, ja, aber da sieht man eigentlich, was da los ist in Amerika, was die da rumspinnen, ja, Truman, ja, der fand es selber nicht gut, dass sich die Menschheit ausrotten könnte. Also das ist, da war ja noch nicht so so schlimm, sag ich mal. Die Russen hatten noch nicht mal die Atombombe angeblich. Ja, wer weiß das schon genau? Ja, kann man so nicht sagen. Ich weiß das nicht. Jedenfalls dazu mal gab es die Chance. Da gab es jemand, der hieß Wallace. Ja, der war für Wirtschaft zuständig. Und der sollte eigentlich Vizepräsident von der USA werden. Echte Luft da im Hintergrund, ja, sehe ich gerade. Sollte Vizepräsident werden bei Truman. Nur ist der denn verstorben und es ist auch nicht dazu gekommen. Also man hat den irgendwie geschasst. Ja, also da fehlen mir einfach die Worte. Und denn wenn ich daran denke, was so mit der D-Mark da, dass die Amis bestimmt haben und dass wir alle denken, Ludwig Erhard und so weiter, ich frage mich, was da noch für Lügen ans Licht kommen irgendwann. Ja, was stimmt denn überhaupt noch, was die uns erzählen? Ja, nicht? Nicht? Das ist, also, ich sage ja, ich bin völlig da down deswegen. Ich weiß ja nicht, wie das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht so richtig. Gestern wollte ich mir noch, hätte ich mal gestern gleich darauf reagiert, hätte ich mir mal den vierten Teil auch noch angesehen. Ja? Aber ich war so sauer über die ersten drei Teile, dass ich da keine Lust hatte, mir den vierten auch noch anzukicken. Ja? Im Prinzip weiß ich ja, dass das so ist. Ja? Es gibt Leute auf der Welt, ja, die regieren, aber die erscheinen nirgendwo in der Öffentlichkeit. Ja? Deswegen sind die ja auch so schwer zu fassen. Ne? Also man kann die nicht fassen. Ja? Man kann nur eins machen, ja? Hoffen, dass immer mehr Leute wach werden, ja, und alle Waffen niederlegen. Ja? Ich kann ja nicht da, also das ist so unglaublich, wenn ich daran denke, das Bikini-Atoll, das ist verseucht bis auf Jahrhunderte. Da, ja, angeblich können die Leute da wieder hinziehen. Ah, das stimmt überhaupt ja nicht. Ja. Ich sage, die erzählen einem nur noch Dreck. Ja. Und natürlich, das, was sich da jetzt abspielt mit dir, mit diesem Terroristenscheiß da, das ist alles nur Vorwand. Ich frage mich, was die wirklich da wieder. Das war wohl zu lange Frieden auf der Welt anscheinend. Also ist ja kein Friede auf der Welt, aber in Europa, ne? In Europa geht es ja den Leuten gut, ja? Zu gut, nicht wahr? Warum zu gut? Naja, weil sich alle gefallen lassen. Egal, was das ist, man lässt sich das gefallen. Ja? Ich nicht. Ja, also ich habe mir noch nie was gefallen lassen. Also ich lasse mir auch was gefallen, aber dann ja, weil ich will. Ja? Meine Zeit kommt ja immer. Ja? Das ist jetzt auch Quatsch. Also alles Unsinn, was ich hier rede. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr, sehr schockiert, weil mir kommt das alles schon wieder so hoch. Ja?
Wenn ich daran denke, alleine die Tatsache, die Chance, die man hatte, ja, sich mit der Sowjetunion da zu einigen, dass die darauf verzichten, Atombomben zu bauen, ja, hätte man machen können, man hätte das erreichen können. Der Wallace wollte das in jedem Fall, ja, und der Oppenheimer sowieso und Truman auch, was ist der verstorben? Bevor er das in Angriff nehmen konnte. Der Truman hat sich selber verflucht, weil er erkannt hatte, was das für ein Potenzial ist, diese Scheiß-Atombombe. So. Keiner weiß zum Beispiel, dass zum Beispiel einer da geächtet wurde, weil der Oppenheimer ist das, glaube ich, gewesen. Der wollte ja nicht mitmachen bei der Wasserstoffbombe da. Das wissen ja die Leute alle ja nicht. Die Leute werden so voll gelogen. Ja. Dass er zum Himmel stinkt. Das ist ja auch so meine Hoffnung, sag ich mal, ja. Was macht die denn da? Ashley spinnt da völlig rum. Das ist mir jetzt aber wurscht. Ja. Ich bin mal gespannt, ja, ob die Menschheit das noch kapiert, dass es so nicht weitergehen kann, wie bisher, ja. Obwohl, das sieht ja alle danach aus, als ob das eben nicht passiert, weil wenn ich jetzt schon wieder sehe, was unsere von der Leyen da, ja, sich da so, die hat Kinder und ist Verteidigungsministerin und schickt Leute in den Tod. Ja. Angeblich soll's ja, jetzt sind es ja nur Freiwillige, die da Westafrika sollen. Aber ich frage mich, warum ist denn da überhaupt Militär hin? Ach so, wegen der Zelte und das alles, ja? Das kann also das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk, die können das nicht leisten, sowas. Nein, nein. Dafür brauchen wir Militär da unten. Ich frage mich, wozu? Ja? Wenn wir wirklich helfen wollen, reicht es doch zivile Hilfe. Warum muss es militärische Hilfe sein? Ja? Und Mensch, der Christoph hat mir vorhin, als ich das hier gelesen habe mit dem Bündnisfall, na klar, Mensch. Das kann durchaus eintreten. Wir sind ja in der NATO. Darf man doch nicht vergessen. Ja? Also da brodelt es im Karton. Da wird mir schlecht. So, und deswegen mache ich jetzt auch Schluss. Ich gehe erstmal raus. Ich muss mich erstmal sortieren. Das ist ja alles durcheinander, was ich jetzt erzählt habe. Ich hoffe, ich kann mir die Dokus nochmal alle holen und dann kommt das sortierter von mir rüber. Ja? Besser erklärt als jetzt. Ja, also ich fasse es ja immer noch nicht. Ich muss mich erstmal hinlegen. Ja, und ablenken. Ja, wenn ich daran denke, was da für Chancen schon vertan wurden wieder. Ja, und jetzt die Kriegsgefahr ist ja wirklich da. Man darf doch nicht denken, dass die nicht da ist. Die ist da. Wenn die in der Ukraine da weitermachen. Ja, wenn das mit dem Islam da, also jetzt nicht mit dem Islam, sondern mit den Islamisten da, meine ich, ja, die keine Rücksicht auf ja nicht nehmen, ja, für mich sind die zum Beispiel die schlimmsten. Warum? Naja, weil die 500 Jahre hinterherhinken dem Christentum. Das Christentum hat kapiert, dass man den anderen nicht töten darf, nur aus Glaubensgründen. Bei den Islamisten ist das leider nicht so. Die bilden sich ja so ja ein, 77 Jungfrauen zu kriegen, wenn sie sich selber opfern. Ich frage mich, was sie den Frauen versprochen haben. Was haben sie denn den Frauen versprochen? Die wollen doch keine Jungfrauen haben, oder? Da gibt's ja auch die. Das ist alles so ein Scheiß, ja? Dass einem da wirklich nichts mehr zu einfällt. Das ist wirklich nur noch Unsinn, was die machen. Ja? Und die können da. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass immer mehr Leute das erkennen, dass sie belogen werden, betrogen werden, ausgezogen werden, in den Tod geschickt werden, ohne dass es dafür einen vernünftigen Grund gibt, außer für die paar, die sich daran bereichern. Ne? Ja. Naja, gut, ich mache jetzt erstmal Feierabend hier für heute. Ich habe die Schnauze voll. Mir reicht's. Ja. Ich muss jetzt mal runterkommen wieder. Okay, ciao.